Wir haben am Freitag an den US-Märkten eine massive Drehung gesehen. Nach katastrophal schlecht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten ging es dann steil nach oben. Warum? Man kam zur Erkenntnis, naja, wenn die Arbeitsmarktdaten so schwach sind, dann wird die Fed die Zinsen nicht anheben, wird möglicherweise sogar eine neue Runde Quantitative Easing eingeleitet. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, letzteres. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass in 2015 nichts mehr passieren wird. Der Dow Jones legte dann eine Rallye von gut 400 Punkten hin. Der DAX ebenso auf X-DAX-Basis. Und das wird sich erstmal fortsetzen, wird aber nichts sein. Und das kann man nicht klar genug betonen, was von langer Dauer sein wird. Also diese Hoffnung, dass die Fed nichts tun wird, die wird noch ein bisschen am Leben bleiben. Die wird die Indizes noch weiter nach oben treiben, so unsere Prognose. Aber sie wird dann sich zerschlagen, denn die Fed wird klar machen, nee, also wir lassen uns von einem einzigen Arbeitsmarktbericht jetzt nicht von unserer Spur abbringen. Wir wollten eigentlich schon im September die Zinsen anheben, haben es nicht gemacht. Wir sehen jetzt, wie heute Rosengren, ein Fed-Mitglied, frisch gesagt hat, ja, diese schwachen Arbeitsmarktzahlen, die bestätigen unsere Entscheidung, dass wir im September nicht angehoben haben. Aber dennoch, in 2015 wird noch angehoben, so heute Rosengren. Die Märkte haben das zunächst mal schulterzuckend zur Kenntnis genommen, aber wir werden diese Stimmen dann in näherer Zukunft öfter hören, die sagen, naja, Leute, wegen einem Arbeitsmarktbericht, da macht euch jetzt mal nicht allzu große Hoffnungen, dass das mit der Zinswende nichts mehr wird. Hoffnungen macht man sich auch in Asien, da sehen wir die Kurse beflügelt, 1,5% beim Nikkei, wir sehen den Hang Seng 1,84%, wir sehen Australien 1,3%, also starke Zugewinne bei den asiatischen Märkten. Das wird auch den DAX heute nach oben bringen. Was haben wir an Daten auf der Agenda? Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung aus Deutschland, zweite Veröffentlichung, also nicht so ganz der Hingucker, das Ganze dann aus der Eurozone um 10 Uhr und 16 Uhr ISM-Dienstleistungsindex aus den USA. Das ist ein echter Hingucker, viel wichtiger als der ISM-Verarbeitendes Gewerbe, weil eben die Dienstleistungsbranche oder Branchen in den USA so deutlich gewichtiger sind als alles das, was das Gewerbe produziert. All diese Informationen, wie die Dinge ausfallen, wie es mit dem DAX weitergeht, was heute wichtig und interessant ist, das sehen Sie auf finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir rein in die Charts, gucken, was passiert da und schauen uns erstmal diese massive Rallye beim Dow Jones an. Ja. Wir waren knapp über 16.000er Marke, dann hier so ein kleiner Doppelboden, es drehte nach oben, wir sind dann in einer Tour über 400 Punkte nach oben gelaufen, haben jetzt fast 500 Punkte auf aktueller Basis, sind wir schon höher als eben noch am Freitag im Tief und das wird auch den DAX massiv beeinflussen, den schauen wir uns jetzt mal an hier. Um und bei nochmal ein paar Pünktchen zulegen dürfte, um und bei 9.700, 9.705 nach aktueller Indikation. Kann sich ändern, bis Sie das Video sehen, aber jetzt sind wir auf dem Weg hier nochmal diese Zone 9.745 bis 50 zu testen. Wir können uns vorstellen, dass das erstmal gelingt, dass wir da erstmal hinlaufen, dann ein bisschen verharren, nochmal leicht korrigieren und dann in Richtung 10.000er Marke laufen. Aber es ist nicht so, dass der DAX nach unten jetzt schon komplett fertig hat, sondern das ist eine temporäre Geschichte, eine Zwischenrallye, die auf Hoffnung basiert, die sich aber dann nicht wird bestätigen können. Schauen wir uns mal den Euro an. Der ist bei 1,1232, kann sich erholen, ein bisschen von diesem Nackenschlag dieser QI-Hoffnung. Erst über 1,13 nach den extrem schwachen Daten aus den USA, dann der Nackenschlag, hier keine Zinsanhebung mehr in den USA, Risiko on, das war schlecht für den Euro, jetzt fängt er sich langsam. Dollar-Yen bei 120 auch wieder erholt, das Gold bei 1135 kommt jetzt ganz leicht unter Druck, das amerikanische Crude Oil konnte auch profitieren von dieser Hoffnung auf geldpolitische Maßnahmen, knapp 46 Dollar und heute schlechte Nachricht für K+S-Aktionäre. Potash hat jetzt gesagt, wir geben die Übernahme auf. Wir sind da ein bisschen genervt von dem Widerstand des Unternehmens selbst, also von K+S, vom Management, aber eben auch die Nachfrage nach Rohstoffen sei gesunken, das Marktumfeld schwieriger. Daher dürfte K+S heute der Hauptloser im DAX sein. Also der DAX wohl erstmal auf soliden Beinen in Richtung weiter nach oben, kurzfristig gesehen. K+S steil nach unten. Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis dann, ciao.